Nee, nee, also von Wettbewerbsverzerrung, denke ich, brauchen wir nicht sprechen. Ist klar, dass der Fokus jetzt absolut auf der Champions League liegt, im Halbfinale gegen Barcelona zu spielen. Das sind natürlich historische Spiele und da ganz klar liegt der Fokus auch drauf. Deswegen jeder Trainer der Welt hätte so gehandelt wie Pep Guardiola, also jetzt gestern. Ja, nur sein Kollege vom FC Barcelona hat nicht so gehandelt. Ne? Luis Enrique hat gestern mit der ersten Besetzung spielen lassen und hat schnell 8-0 in Cordoba gewonnen. Ja, aber ich meine, der FC Bayern kann nichts dafür, dass die anderen so dämlich sind, die Bayern da oben irgendwie mal zu besiegen oder so. Sie sind vorzeitig Meister geworden und da müssen sich die anderen auch an die eigene Nase fassen und sagen, so, wir haben es eben nicht geschafft, dieser Mannschaft Paroli zu bieten. Und deswegen jetzt auf dieses Spiel so viel Rücksicht zu nehmen, ist völlig richtig. Also es gibt ja keine andere Möglichkeit. Gerade auch nach dem Pokal aus, glaube ich. Und warum jetzt der Kollege die Jungs nicht geschont hat, keine Ahnung. Aber die sind eben noch nicht Meister. Die sind noch nicht Meister. Die haben zwei Punkte hinter sich. Eben. Also das kann sicherlich auch der spanischen Liga geschuldet sein, ne? Weil da ist halt noch ein bisschen mehr Alarm vorne. Dass die Situation völlig anders ist als letztes Jahr. Letztes Jahr hat er auch gesagt, die Bundesliga ist zu Ende. Hat aber nicht die Verletzten gehabt. Also eine Mannschaft gehabt, die topfit war. Ja. Im letzten Jahr und hat dann trotzdem viele herausgelassen. Es war eine andere Situation. Dieses Jahr muss es machen, weil viele Spieler dabei sind, die jetzt immer wieder spielen müssen. Auch Spieler, die normalerweise noch gar nicht so fit sein können, wie Schweinsteiger, wie Alarm. Und deshalb muss er es machen. Er muss wechseln. Er hat keine andere Möglichkeit. Ich glaube, das ist der große Unterschied zum letzten Jahr. Weil letztes Jahr war es so, dass es nicht gut war. Es war nicht gut, dass er gesagt hat, die Bundesliga ist beendet. Dadurch haben sie den Rhythmus verloren und haben dann auch international gegen Real die Quittung bekommen. Dieses Jahr ist eine andere Situation.